Der teuerste Hotdog, Wien. Ich habe so oft in den Kommentaren gelesen, Hotdog hier, Hotdog da, Hotdog da. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, wir gehen heute Hotdog essen. Was wichtig ist an alle Leute, die aus Wien sind oder die sich hier auskennen, wenn ihr einen teuren Hotdog habt, dann schreibt mir den unten in die Kommentare. Das hier ist die größte Frechheit überhaupt. Das ist wirklich frech, oder? Ja. Hast du einen gefunden? Teurer als meiner? Nicht teurer. Also nur mal so kurz für euch, ihr könnt jetzt schon in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was der kosten wird. Den zwei teuersten, den wir gefunden haben, damit ihr so grob abschätzen könnt, der kostet 16 Euro. Jetzt schreibt in die Kommentare, genau jetzt in diesem Moment, und schreibt rein, was der teuerste Hotdog in Wien kostet. Wetter mäßig. Ich habe gedacht, es regnet, deswegen habe ich mir eine Regenjacke angezogen. War mal sehr, sehr überflüssig. Auf jeden Fall müssen wir in ein Hotel gehen. Ich weiß auch nicht, wie es da ist mit Filmen. Wir müssen ein bisschen undercover filmen, sagen wir es mal so. So, dass ich diesen Hotdog euch auch zeigen kann. Was ist das hier? Schottentor, oder? Schottentor, ja. Dankeschön. Hier rechts in der Straße Montofelio. Einer meiner Lieblingsbars. Und es folgt auch noch ein cooles Barvideo. Ich werde euch erst einmal eine Bar zeigen, die neu eröffnet hat in Wien. In den nächsten Wochen auf jeden Fall. Da könnt ihr euch auch schon freuen. Ich bin wirklich so gestimmt, also auf Winter habe ich gar keine Lust. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Wir werden auf jeden Fall zu Weihnachten. Das Ziel wird sein, ab dem 2. Dezember kommt jeden zweiten Tag ein Video aus einer neuen Stadt oder von einem neuen Weihnachtsmarkt bis zum 24. Das ist der Plan. Abonniert den Kanal, dann werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Was passiert heute? Heute öffnen schon ein paar Weihnachtsmärkte in Wien. Wien ist, glaube ich, die Stadt, wo am frühesten anfängt mit Weihnachtsmärkten. Heute geht's los. Nehmen heute den 10. Da hinten sehen wir jetzt auch schon das Hotel, in das wir gehen werden. Das ist ein absolutes Luxushotel. Ich weiß nicht, wie die da drauf sind mit Filmen und sowas. Also, ist das hier auch schon Weihnachtsmarkt? Nein. Vorne aber. Vorne ist ein Weihnachtsmarkt? Ja. Wie heißt der? Perfekt. Weißt du auch nicht. Eder. Ach so, der? Ja, der. Ah, okay. Ja, ja. Wie, links, oder? Ja, der. Ah. Weihnachtsmarkt am Hof. Ah, sag ich doch. Dings halt. Wien, ich liebe dich, aber das ist zu früh. Das ist ein Ticken zu früh. Theoretisch könnten wir jetzt das erste Weihnachtsmarkt-Video drehen. Ja, haben es den Leuten nicht gesagt? Jetzt kommt das erste Video. Doch kein Hotdog. Doch kein Hotdog. Spaß, Leute. Das seht ihr aber. Oh, nee, Junge. Bei solchen Hotels steht auch immer für jede Location ein extra Dresscode. Da stand jetzt drauf Smart and Casual. Für mich heißt Smart and Casual ist simpel. Es ist kalt draußen, es könnte anfangen zu regnen. Sei smart. Mütze, Regenjacke. Ist es Smart und Casual oder nicht? Ja, ist es. Durch? Bei dir sitzt sowieso. Die Kamera wird low-key mitlaufen. Ich weiß nicht, wie viel es geht. Was ist low? Hallo. Ja, ich hatte gerade eine Dame hier. Sie hat geschaut, wegen einem Platz für eine Person. Ja, gerne. Den musst du noch haben. Okay, dann nehmen wir den. Okay. Mit dem, ja? Ja, okay. Den will ich halt nicht, Alter. Da sitzt du direkt am Eingang, wenn ich sehe. Warum hat sie nur den in der Mitte und sitzt jetzt schon zwei? Die ganze Lounge hat mitbekommen, dass wir jetzt hier. Also ich glaube, die sind sehr, sehr entspannt hier. Ich werde gleich auch da ein bisschen Aufreger filmen müssen, aber. Sieht man, dass ein Kind gesessen ist? Der Stuhl kann eh stehen bleiben, und du nutzt er gleich. Ja, genau. Ah, super, genau. Dann nehme ich den. Ja, ja, wir haben es geschafft. Jetzt gibt es hier gleich Hotdog auf jeden Fall. Habe ich überhaupt gesagt, wo wir sind? Nein, nee, hab ich nicht. Du hast es aber irgendwie. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das ist Dankeschön. Danke. Gerne. Dankeschön. Ich muss kurz aufs Klo. Such du dir schon raus, was du willst, weil du wirst keinen Hotdog essen können. Ich weiß, ja. Leider. Junge, 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 Junge. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Hotel. Wo ist die Männertoilette? Ich pack es nicht mehr. Hey, ganz kurz. Mir ist gerade aufgefallen, ich sehe ein bisschen aus, als würde ich den Laden überfallen wollen, oder? Ich wollte smart casual gehen, jetzt bin ich einfach Verbrecher. Aber so, by the way, die Toilette, dieses Verspiegelte überall ist schön. So eine Toilette hätte ich auch gern zu Hause. 12 Sekunden. Jetzt sage ich hier so, hä? Ich hätte gedacht, dass es in so einem Hotel so richtige Handtücher gibt. Das liebe ich in so Hotels, wenn es so richtige Handtücher gibt.
Wasser, komm raus, sonst raste ich hier auf. Wir sind an einem sehr teuren Hotel, Park Hyatt, ja? Braucht man nicht drüber reden, die Preise sind etwas höher, aber ist ja nicht schlimm. Es gibt von Frühstück, es gibt sehr viel Auswahl, Beef Tartar, bla bla bla. Wir sind aber auf jeden Fall hier für einen Hotdog. Wo ist der Hotdog, ist die Frage. Auf jeden Fall gibt es einen Hotdog mit Attersea Sausage oder Attersea Wurst, Gurken, Senf Relish, Zwiebelmarmelade, japanische Mayonnaise. Hört sich gut an. Alles super. Alles gut. Gerne. Danke. Ladies and Gentlemen, wir haben auf jeden Fall bestellt Hotdog, Club Sandwich. Beides kommt mit Pommes, ein Bierchen für Randy, weil Hotdog und Bier gehört zusammen. Wissen wir alle bei diesem Wettessen und sowas, ich brauch's euch nicht erklären. Trinken immer ein Bier und haben Hotdog. Stop the cap. Beim Hotdog stand japanische Mayonnaise. Die Mayonnaise aus Japan. Belgian Beer, ladies and gentlemen. Nur bis zur Markierung. Ist es die richtige Menge? Keine Ahnung. Sind es die Saucies dazu? Ketchup mal nicht so. Danke. Man sieht auch an der Farbe, das ist richtig belgisches Bier, aber es ist sehr lecker. Kamera aus. Ich habe so eine Umfrage gemacht, auf welche Weihnachtsmärkte wir kommen sollen. Schaut euch mal das an. Also so viele Benachrichtigungen hatte ich noch nie bekommen bei so einem Umfrageding. Ein dicker Kuss geht raus an euch alle für Empfehlungen. Wir kommen auf jeden Fall in viele Städte, macht euch keine Sorgen. Es fühlt sich gerade so an, als hätten wir so auf entspannt, als wären wir so erfolgreiche Geschäftsmänner. Bis Rechnung kommt, Bruder, dann wird toll. Das ist kritisch mit der Wartezeit, das ist nur ein Hotdog. Du musst die Wurst aufwärmen, bisschen diese Mayo drüber, Relish, Gurken. Japanische Mayo. Vielleicht heißt die japanische Mayo, weil wir die aus Japan holen. Kann sein. Kann sein, vielleicht hat Turkish Airlines Verspätung. Club Sandwich, mein Freund, ne? Ja. Komm, du hast den Pommes-Test. Mit was behitzt du? Mayo. Man muss der Pommes den Respekt geben, den sie verdient. Bisschen leckere Pommes, aber nicht gesalzen genug. Bin okay. Jim. Wie viel kostet eigentlich dein Club Sandwich? 100 Euro. Der Mann hat 100 Euro Sandwich bestellt. 22. 22, für die Menge ist okay. Ich hoffe, es haben auf jeden Fall schon ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, wie viel dieser Hotdog kostet. Dieser Hotdog, Ladies and Gentlemen, kostet... Ich erkläre das jetzt noch. Meine Hand ist größer. 19 Euro. Boah, ich sag ehrlich. Das Ding ist krank lecker. Also man schmeckt eigentlich alles raus. Die Zwiebeln, die Mayo ist eine ganz normale Mayo, man hat ein bisschen Kresse oben. Diesen Senfkörner, Senf, ich weiß nicht genau was es ist, schmeckt mal geil. Aber was man am meisten schmeckt, ist diese Wurst. Sieht man die? Bruder, das ist die geilste, das ist eine richtig geile Wurst. Also die Wurst ist richtig lecker. Also leider Schwein, du kannst nicht probieren, aber 19 Euro. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das wert ist, ja. Aber der schmeckt, glaube ich schon, dass ich den nochmal essen würde, so. Also so zufällig, ich sage, hey, ich habe jetzt einfach Bock auf einen Hotdog, würde ich sagen, könnte man machen. Und der hält auch. Also, es ist auch, das sieht aus wie zwei Toastscheiben, die hier angetoastet, hier, das ist nicht diese typische Hotdog. Aber das ist richtig lecker, Alter. Willst du mich verarschen? Dazu ein Stückchen. Ich könnte davon 7 bis 8 Stück essen. Ganz so, zack, zack, zack. Weißt du, mein Bier, Hotdog-Bier. Nee, ja, so wettessermäßig. Wenn du das schaffst, auf einmal so abzubeißen, bezahle ich. Okay, du hast gewonnen. Sah größer aus als ist. Schmeckt, oder? Mega. Parkei, also gar wirklich ungelogen. 19 Euro ist, wissen wir alle, ja? Alle wissen, ich werde mich so unbeliebt machen, aber irgendwie ist mir das 19 Euro wert. Das schmeckt geil, aber das wäre halt natürlich geiler, wenn der jetzt so 7 Euro. So ein 7 bis 8 Euro, dann würde ich sagen, hey, das bezahle ich. 19 Euro ist echt zu viel. Ja, genau, er ist noch deutlich kleiner. Ich sag ehrlich, ich hätte gedacht, der wird nicht gut sein. Ah, wo ist diese Mayo? Du magst Ketchup gerne, gell? Ja, das ist nicht. Du hast Ketchup. Machst Mayonnaise. Thank you. Ja. So im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist ein schlechter Platz, weil alle Leute immer vorbeigehen. Das nervt mich ein bisschen. Aber ansonsten ist es entspannt. Ich glaube gar nicht, dass man hier so low-key filmen muss. Das juckt die gar nicht, oder? Habe ich so das Gefühl. Aber ich wollte ein bisschen, kennst du, mal ein bisschen respektvoll sein, nicht so mit Kamera hier reinlaufen und so. Ist wie es ist. Hast du schon öfter Club Sandwich gegessen? Mhm, echt ein großer Club Sandwich. Das ist hier auch eines der teuersten, die ich je gegessen habe. Auf jeden Fall. Aber es schmeckt mega, man schmeckt das Eis. Das Eis sehr. Und das Fleisch ist rosa. Das ist nicht komplett durch. Ja.
ist bei Chicken eigentlich unbeliebt, aber eigentlich heißt es, dass es dann gut und gute Qualität hat, meiner Meinung nach. Ein Chicken leicht rosa ist bei Goldies auch so. Wenn du schaust, ist leicht rosa. Das trauen sich nur viele nicht, weil die Leute das nicht gewohnt sind. Also Parkai 10 von 10, ich sage euch ehrlich, ihr seid stark. Ich würde natürlich niemandem empfehlen, jetzt zu sagen, hey, man muss 19 Euro für einen Hotdog ausgeben. Aber wenn ihr einen leckeren Hotdog wollt, muss ich euch ehrlich sagen, muss man den probiert haben. Es gibt mir immer noch dieses Hotdog-Feeling, obwohl da so ein paar Toppings drauf sind, die jetzt nicht so heftig passen. Weil am Ende des Tages das Grundprinzip, diese Säure, diese leckere Wurst und das gute Brot wurde beibehalten. Es schmeckt einfach wie ein Hotdog, wie ein professionell gemachter Hotdog. Hotdog, nicht wie so ein Stadion-Hotdog. Junge, Welt, ganz ehrlich. Ich würde diesem Hotdog eine 8,5 geben. Ich finde den richtig lecker. Wie ist das Brot? Das Brot ist krank. Wow. Ich weiß nicht, wie sie es angetoast haben, aber es ist super lecker. Die haben es wahrscheinlich so dreimal von drei Seiten, weil es gibt keine richtigen Toaster für sowas. Aber diese Wurst ist endgegen. Das ist eine der leckersten Würste, die ich je gegessen habe. Wirklich. Ich war vor kurzem in Nürnberg, da habe ich diese typische Nürnberger Würstchen gegessen. Die hat mehr Biss, ist so fest und fühlt sich an wie Fleisch, nicht wie so eine breiige Wurst. Und du hast wirklich Biss, das knackt. Wenn du reinbeißt, ist es ein krasser Hotdog einfach. Ich bin nur am Überlegen, ob ich jetzt diesen Hotdog bezahle. Ist Attersee hier in Österreich? Ja. Der Mann weiß es schon. Schau schnell nach. Ja, film ihn nicht. Das ist auf jeden Fall eine Attersee Wurst. Der Attersee ist ein See im oberösterreichischen Teil. Also ist wirklich Österreich? Oberösterreich, ja. Also ist nicht so weit von mir. Stark. Diese Wurst ist super lecker. Für alle Österreicher, die diese Wurst kennen, die werdet mich verstehen. Die ist in einem Hotdog drin und es macht so hart Sinn. Wow. We love it. 19 Euro ist ja trotzdem noch viel unter uns. Das ist der teuerste Hotdog in Wien, glaube ich. Wenn ihr einen teureren habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das ist wichtig. Die hungry. Sehr gut. Lass dir schmecken, mein Bruder. Danke. $36. 63 Euro haben wir jetzt bezahlt für ihr Club-Sandwich. Hotdog, ein Bier, zwei Bier. Zwei Bier, ein Bier. Keine Ahnung, du, ist halt, Alter, du sitzt im Hyatt Hotel, aber kurz geht raus. That was an expensive one, but a nice one. The Hotdog for 19 Euros, quite expensive, but tasty. Wie viele Likes machen wir, dass wir eine Nacht hier drin pennen, einfach in Wien im Hotel? Boah. Wie viele Likes? Bruder, mach nicht zu wenig, ja? Weil es teuer. 4.000. 4.000 Likes? Okay, 4.000, dann pennen wir hier drin eine Nacht, machen nur komplett ja. Wir versuchen rauszufliegen aus dem Hyatt Hotel. So wird's Video halt. Nee, aber es wäre eigentlich ganz geil. Ich könnte mir das cool vorstellen. So eine Nacht einfach mal in diesem Hotel, auch wenn man in der Stadt lebt. Sieht jetzt schon sehr weihnachtlich aus, würde ich sagen. Mega. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten dann, ne? Danke. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ganz entspannter Tag, würde ich sagen. Frohe Weihnachten. Zu leid. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Wenn Bier eine Duftnote hat, das ist Geruch nach Liebe. Vielleicht fahre ich nach New York, Hotdog essen. Schöne Location, ist wie wenn du in Venedig an diesem Platz ein Cappuccino trinkst. Schmeckt gut, aber weißt du, was das Ding bei mir ist? Ich mag keine Tomaten, aber ich mag Ketchup. Weißt du, was ich noch mag? Obwohl ich Tomaten hasse. Bruschetta. Gibt es jemanden wie mich oder bin ich verrückt? Ich habe 4 Bissen für den Hotdog gebraucht. Das sind ungefähr 4,50 Euro für jeden Biss. Zahl mein Hotdog. Ich zahle. 70 Euro esse ich eine Woche.